Wir spielen heute die neue Karte Misty Port in PUBG Mobile in Metro Royale und währenddessen beantworte ich die Fragen, die ihr mir gestellt habt. Willkommen zum Q&A und zum Metro Royale Gameplay. Lasst uns direkt loslegen. Misty Port, Metro Royale. Ich spiele es nicht oft, aber das Spielprinzip an für sich gefällt mir schon ziemlich gut. Es ist ein bisschen unterschiedlich vom normalen Spiel, falls ihr es nicht kennt, Metro Royale, aber ich zeig's euch, wir wollen es jetzt mal sehen. Okay, hier passt alles eingestellt. Gut, gut, gut. Dann lass uns mal direkt anfangen mit der ersten Frage hier. Wie oft spielst du PUBG Mobile und wie lange jedes Mal? Ich spiele PUBG Mobile so gut wie jeden Tag. Ja, ich würde sagen, eigentlich jeden Tag. Die Zeit variiert oftmals, ich weiß nicht, 5-6 Stunden am Tag. Manchmal ein bisschen weniger, aber manchmal auch ein bisschen mehr, je nachdem, ob gerade ein neues Event verfügbar ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich spiele eine Menge. Und jetzt geht's los. Wir haben 29 Minuten. Alles klar, um hier erfolgreich wieder rauszukommen. Passt, passt, passt. Dann wollen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Ein bisschen vorsichtig hier die Landschaft erkunden. Wow, das sieht richtig gut aus. Gefällt mir sehr schön. Schaut euch mal den Nebel an, die Lichtstimmung. Oh, hervorragend. Ist perfekt für Frage 2, würde ich sagen. Was hat dich zum ersten Mal dazu gebracht, PUBG Mobile zu spielen? Und wann hast du damit angefangen? Was mich dazu gebracht hat, PUBG Mobile zu spielen? Definitiv, ich habe Videos gesehen von anderen Spielern. Oh, da kommt jemand. Einen Moment bitte. Das sind da welche. Okay, habe ich dich. Ich habe noch einen anderen. Hier, ich höre noch einen anderen. Den schnappe ich mir auch noch. Der ist ein bisschen weiter rechts. Wo bist du? Wen schießt der an? Mich nicht. Oh! Oh, oh, oh. Was für ein Anstieg. Was für ein Einstieg, würde ich sagen, hier. Wow, der hat ja gar nichts. Der hat ja einfach gar nichts. Oh, eine Erkennungsmarke. Yeah. Das geht schon klar. Aber da bestimmt noch Teammates. Wir haben nur zwei Knockouts bekommen. Ja, wir haben nur zwei Knockouts bekommen. Ja, da kommt der Dritte. Oh, haben wir den halt auch noch kassiert. Ach, wo kommen die alle her, frage ich mich. Wir waren noch an der einen Seite der Karte. Hm. Naja, geht. Die hatten jetzt nicht den besten Loot. Ja, der hat ja auch noch eine Erkennungsmarke. Irgendwie kann ich die Waffen und die Rüstung von denen nicht aufnehmen. Um die Frage zu beantworten, ich habe einen Stream gesehen von jemand anderem und habe mir gedacht, das Spiel sieht richtig gut aus. Mir gefällt dieses Spielprinzip. Und dann habe ich es mir runtergeladen und selber angefangen zu spielen. Wann das war? Ich würde sagen Ende 2019. Ist schon eine ganze Weile her. Aber ich habe immer noch Spaß an PUBG Mobile. Und das ist... Ja, ist schon ein einzigartiges Spiel. Ja, wir sind immer noch hier auf der Anfangsseite. Ist ja perfekt für Frage Nummer 3, würde ich sagen. Was macht dir Spaß an PUBG Mobile? Dass jedes Spiel anders ist, aber immer die gleichen Parameter vorhanden sind. Also wir haben die Map bleibt gleich, aber die Zone ändert sich. Wir haben nie... Ich höre Schritte. Ja. Wir haben nie das gleiche Spiel... Jedes Mal was Neues. Und das finde ich schon faszinierend. Da ist doch einer im Haus. Ich könnte eine Granate hochwerfen. Ich weiß nicht, ob er auf dem Dach ist oder so. Das weiß ich leider nicht. Ja. Die ist zu weit. Nee. Ja, die ist zu weit. Hey, hab ich dich, Kollege. Was hast du alles dabei? Eine Uzi. Eine Geldkiste. Okay. Aber die Uzi will ich glaube gar nicht benutzen. Ich nehme einfach nur die M4. Lass mal die Kiste hier aufmachen. Was ist da Schönes drin? Und Kette, Postkarte, Geldbörse, Ehrenmedaille. Ah, die gesammelte Ehre plus 6. Okay, nicht schlecht. Lass uns mal rausgehen hier. Ihr könnt oben links übrigens sehen, wie viel die Sachen in meinem Rucksack und meine Ausrüstung wert sind. Je mehr, desto besser. Dann kann man sich nachher bessere Sachen auf dem Schwarzmarkt kaufen.
Ist eigentlich ein ganz interessantes Spielprinzip. Ich habe einfach zu wenig Munition für die Uzi. Ich nehme einfach mal die M4. Die macht auch mehr Schaden. Die macht einfach mehr Schaden. Ja. Yeah. Was ist deine Lieblingswaffe und dein Lieblingsfahrzeug im Spiel? Meine Lieblingswaffe ist definitiv die AWM. Macht einfach Riesenlaune, jemanden aus der Distanz auszunocken mit einem Scharfschützengewehr. Da kommt einfach nichts ran an diesen Sound, wenn man den Kopfschuss bekommt und dann den Knockout. Das ist einfach, macht einfach Laune. Mein Lieblingsfahrzeug wäre der Mirado. Das schnelle Auto aus der Karte Miramar. Leider nur auf Miramar. Wäre richtig schön, wenn es dieses Auto überall geben würde. Aber leider nicht. Ja, das ist definitiv mein Lieblingsfahrzeug. Ich weiß nicht, ob mein Teamkollege da hinten jetzt jemanden gesehen hat oder nicht, aber... Nee, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Lass mal weitergehen hier. Lass mal weitergehen. Wir haben immer noch 24 Minuten Zeit. Oh, da hat doch jemand hier schon ein Scharfschützengewehr. Aber keine AWM. Das ist ein M24. Im Tower. Hab ich dich. Wow. Spreche ich hier von Scharfschützengewehr, sage AWM ist meine Lieblingswaffe und dann hat der einfach hier eine M24. Ja, schön wäre es eine AWM. Wäre schön gewesen. Oh, ich höre mehr Schritte im Gebäude. Ich höre im Gebäude Schritte. Da sind wir hier drin. Mal schauen, was der hier hat. Ich nehme die aber mal nicht. Ich lasse die Sniper, die überlasse ich meinem Teamkollegen, falls er die nehmen möchte. Ich bin zufrieden mit der M4, um ehrlich zu sein. Ja. Da sind Leute im Gebäude drin. Hier. So. Wo war der außerhalb oder was? Ja, der kommt ums Eck. Wow, ich habe gedacht, ich habe den schon gehabt. Ich habe einfach aufgehört zu schießen. High Commando. Okay, was hat der Gutes? Die haben irgendwie alle Geldkisten dabei, die Jungs. Alle haben Geldkisten dabei, ja. Ich höre aber noch jemanden. Laut Karte müsste es hier einen Boss geben, aber ich habe das Gefühl, jemand hat den Boss schon besiegt. Lass mal schnell die Kiste öffnen. Ja, da ist einfach haben wir noch immer jemand noch ein Gebäude hier. Autoschlüssel. Haha, zum Mirado. Das wär's doch gewesen. Autoschlüssel zum Mirado. Ich glaube, die sind einfach nur hier die Wachen. Die beschützen den Loot hier. Ja, ja. Aber den Boss, den habe ich jetzt noch nicht gesehen hier. Kann sein, dass der schon besiegt wurde. Ja, lass uns zur nächsten Frage gehen. Wie gehst du mit Drucksituationen um und triffst... da ist nichts Gutes dabei. Und triffst schnelle Entscheidungen im Spiel? Ich bin als erfahrener Spieler jetzt schon ein bisschen daran gewohnt, in bestimmten Situationen unter Druck zu geraten. Von daher macht man Sachen eher aus Erfahrung, aus Routine. Man ist nicht mehr so... Wow, wow, wow. Eine Sekunde bitte. Hier geht's heiß her. Eieieiei. Drucksituation, ja. Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Es ist definitiv Routine. Also man gewöhnt sich daran. Je mehr man spielt. Ja, der ist doch hinter der Wand, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Teamkollege hat den bekommen. Ja, okay. Der hat den eliminiert. Immer einen kühlen Kopf bewahren. Der hat auch wieder eine Geldkiste dabei. Sachen gibt's, ja. Immer einen kühlen Kopf bewahren. Und dann löst die Situation oftmals alleine. Einfach nicht in Panik geraten. Aber wie gesagt, von mir speziell ist es, ich habe schon das Spiel als... sehr lange gespielt, bin ein eher erfahrener Spieler, sind die Situationen dann, man kennt sich da schon ein bisschen aus und das ist auch ein Ratschlag an euch, je mehr ihr das spielt, umso öfter kommt ihr in Situationen und dann löst ihr die und dann macht ihr das nächste Mal wieder das gleiche, um dort rauszukommen und dann ist das sozusagen, lass uns mal mit der Seilrutsche hier rübergehen, eure Entscheidungsfindung, ja, wow, das ist lässig. Ah, sehr schön. Meine Katze ist runtergefallen, glaube ich, ins Wasser. Meine Begleiterkatze. Oh! Flair! Jemand hat einen AH-6 Helikopter gerufen. Ah, ich erinnere mich. Den Helikopter kann man benutzen. Oh, ist eine blaue. Ja, eine blaue Flair Gun.
Man kann den Helikopter rufen, ohne dass man zu einem Extraction Point gehen muss. Das heißt, man kommt aus Metro raus mit den Waren, die man hat, jetzt im Rucksack, mit der Beute, die man gefunden hat oder den Gegnern abgerungen. Und dann kann man zurückkehren in die Lobby, unbeschadet, ohne dass man zu dem einen bestimmten Punkt gehen muss, wo der Helikopter auf einen wartet. Ja, die haben den einfach reingerufen. Okay, Zeit für die nächste Frage, dann greifen wir die direkt an, würde ich sagen. Wie würdest du deinen Spielstil in PUBG Mobile beschreiben? Das ist doch die perfekte Frage jetzt für die Situation. Ich würde sagen, taktisch, aber nicht langsam. Also ich versuche mich immer erst zu positionieren, in eine gute Position zu gehen. Es ist ja wie ein Lehrer hier an der Tafel. Ich versuche mich zu positionieren. Ich versuche zu schauen, wo kann ich den Gegner am besten angreifen. Schießt er mich an? Ich glaube nicht. Ich glaube, der attackiert mich gar nicht, aber die sind definitiv in dem Haus drin. Je mehr man die Map kennt, die Karte, umso besser kann man sich positionieren. Man weiß, dieser Hügel ist besonders gut, dieser Baum hier ist besonders gut geeignet. Und dann ist man manchmal ein bisschen zurückhaltend und dann greift man an, sobald man weiß, jetzt habe ich hier die bessere Chance, jetzt habe ich hier die bessere Karten. Und würde ich sagen, oh, da kommt einer. Eher taktischer Spielstil, definitiv. Aber manchmal hat das Spiel halt auch, wie soll ich das sagen, Überraschung parat. Egal wie taktisch man meint, man sei, ja. Da sehe ich einen liegen, da ist einer prone. Ich hab den, wow. Da kommt doch der Helikopter schon, da kommt der Helikopter. Aber will ich jetzt schon raus aus dem Spiel? Eigentlich, wir haben schon, mein Rucksack ist fast voll. Ich hab schon ein paar schöne Sachen eingesammelt. Ich habe eine Uzi bekommen, ich habe die Geldkisten bekommen, ich habe ein paar Medaillen eingesammelt. Aber lass mich mal zurückgehen. Nee. Lass mich zurückgehen zu dem einen, der mich von hinten angegriffen hat. Und dann klaue ich von dem den Loot. Ich denke, es ist besser. Der Helikopter wird so schnell jetzt nicht wegfliegen, denke ich mal. Da stand dran irgendwas mit 2 Minuten und 20 Sekunden auf der Minimap. Ich habe locker Zeit, da noch schnell zurückzurennen. Und wow, da war noch ein anderer Spieler. Hat gelauert. Okay. Oh, hier geht's wirklich heiß her. Perfekt für die letzte Frage hier. Ich habe gesehen, dass du dich sehr für deine Streams begeistert und dass du magst, was du tust. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass es ein leichter Job ist? Wie viel Zeit verbringst du am Tag mit Videos? Ich mache sehr gerne Streams, ich mache gerne Videos. Zeitlich würde ich sagen, sind das von 8 bis 10 Stunden am Tag. Es ist definitiv... Eine Sekunde, ein bisschen Platz machen hier. Lasst uns nur das Wertvolle mitnehmen. Okay, ja. Nicht genug Platz. Hör mir auf. Weg mit dem billigen Zeug. Es ist definitiv anstrengend. Ich würde nicht sagen, das ist leicht. Ich würde sagen, es ist eher ein harter Job. Man möchte immer guten Content abliefern. Man möchte schöne Videos machen. Man möchte den Zuschauern etwas Neues bieten. Und das ist, kann anstrengend sein. Kann anstrengend sein. Allerdings macht es mir sehr viel Spaß. Ich kann euch nur dazu raten, ihr könnt auch anfangen. Wow, 2 Spieler hier gewesen oder was? Hör mir auf. Sehr schön gemacht. Okay, dann 146.000 dabei im Rucksack. Ausrüstung. Lasst uns mal hier schnell rausgehen. Rückkehr in 5 Sekunden. Jawohl. Und dann kann ich abschließend noch die Frage beantworten. Okay, ich glaube, wir sind mal draußen. Perfekt. Ich kann die Frage beantworten und zwar... Ich denke nicht, dass es ein einfacher Job ist. Ist relativ anstrengend. Allerdings macht es sehr viel Spaß, wenn dann die Leute kommentieren, hey, das Video hat mir gut gefallen. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Ich kann euch nur dazu raten, auch Videos zu machen. Probiert mal einen Livestream mit Freunden. Einfach nur Spaß haben, austesten. Vielleicht als Hobby nebenbei ein bisschen. Und wer weiß, vielleicht, wenn ihr wollt, eines Tages kann es auch eure Karriere sein. Die Community in PUBG Mobile ist am Wachsen, auch in Deutschland. Von daher viel Spaß und viel Erfolg, falls ihr das auch machen wollt. Und das war's fürs Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal von PUBG Mobile Deutschland für weitere Videos. Und ich sehe euch im nächsten. Danke fürs Zuschauen.